Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich einen Saugroboter mit Absaugstation im Test und was der Nibot so leistet, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Als allererstes möchte ich mich recht herzlich bei Nibot bedanken. Die haben mir nämlich das Gerät freundlicherweise zum Test zur Verfügung gestellt. Einige von euch werden vielleicht sagen, hey, das Gerät kommt mir irgendwie bekannt vor. Darauf werde ich später auch zu sprechen kommen. Aber wie geht's los? Wir starten gleich wie immer erst mit den technischen Daten. Dann schauen wir uns das Gerät im Detail an. Ich werde auch ein bisschen was zur Absaugstation erzählen. Im Anschluss gucken wir uns natürlich an, wie kann das Gerät navigieren? Wie gut geht es mit Hindernissen um? Im Anschluss werden wir natürlich auch einen Blick auf die Reinigungs- bzw. Saugleistung werfen. Dann gucken wir uns kurz die App an, was hat die für Vor- und Nachteile, was hat sie für Besonderheiten und zum Schluss gibt es zum Saugroboter ein kurzes Fazit. Starten wir direkt zu Beginn mit den technischen Daten des Nibot Nomo. Er hat eine UVP von 599 Euro, ist mit verschiedenen Gutscheinen aber immer so zwischen 4 und 450 Euro zu bekommen. Das Gerät hat Abmaße von 35,0 x 35,0 x 9,8 cm. Das Ganze bei einem Gewicht von 3,6 Kilogramm. Das Gerät hat eine Akkukapazität von 5200 mAh, was für eine Saugdauer von 210 Minuten reicht. Aufgeladen wird der Akku dann wieder in 300 Minuten. Der Staubbehälter hat ein Volumen von 400 ml. Die maximale Lautstärke beträgt 70 Dezibel bei einer Saugleistung von maximal 2700 Pascal. Als Besonderheit ist hier ganz klar die Absaugstation hervorzuheben. Eine Fernbedienung ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Nachdem wir gerade die technischen Daten in Betracht genommen haben, schauen wir uns jetzt mal an, was ist beim Nibot Nomo alles mit im Lieferumfang enthalten. Ganz klassisch natürlich ein Quick Start Guide und eine Anleitung. Darüber hinaus haben wir auch zwei extra Seitenbürsten mit dabei, ein Ersatzfilter, der in den Roboter eingesetzt wird und natürlich auch für die Absaugstation ein paar Ersatzstaubsaugerbeutel oder Staubbeutel. Pro Packung haben wir hier zwei Stück. Einer ist schon im Gerät drin, also in Summe sind hier sieben Saugbeutel, Staubbeutel enthalten. Ansonsten eine Besonderheit ist eher selten bei Saugrobotern, haben wir hier auch eine Fernbedienung, mit der könnt ihr das Gerät auch manuell steuern. Batterien sind ebenfalls mit dem Lieferumfang enthalten, das heißt, ihr könnt direkt loslegen. Ansonsten kommen wir mal zum Saugroboter selbst. Ich habe es vorhin schon angesprochen, einigen von euch kommt das Gerät vielleicht bekannt vor. Es sieht aus wie ein Procinic M7 Pro, den habe ich vor einer ganzen Weile schon getestet. Das Video habe ich ebenfalls unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe die beiden Geräte nebeneinander gehalten. Es sind in der Tat wirklich dieselben Geräte. Als ich damals mit Nibot in Kontakt war, wurde mir gesagt, es ist ein komplett anderes, neues Gerät. Dem ist nicht so. Ich habe es probiert. Der Procinic lädt auch an der Ladestation hier vom Nibot auf, die Absaugstation funktioniert. Also wir haben hier wirklich dieselben Geräte an der Stelle auch schon mal, oder an der Stelle auch schon mal der kurze Hinweis. Guckt einfach nach dem günstigeren Modell, wenn ihr euch für den Saugroboter interessiert. Ja, ansonsten schauen wir uns nochmal den Nibot etwas genauer an. Auf der Oberseite haben wir hier den Laserturm, der mit einem kleinen Bumper versehen ist. Auf der Oberseite ansonsten auch noch die drei Knöpfe zur Bedienung. Auf der Rückseite kann der... Mülltonne wird hervorgeholt. Ihr hört auch, er spricht Deutsch. Könnt ihr den Staubbehälter entfernen, macht keinen Sinn, weil wir haben ja die Absaugstation, die übrigens mit im Lieferumfang enthalten ist. Beim Procinic ist das Ganze separat zu erhalten. Hier auf der Oberseite seht ihr auch den Filter, den ich hier gerade noch mal auch im Zubehör habe. Darüber hinaus haben wir hier auch ein kleines Werkzeug, um gegebenenfalls die Fusselrolle zu reinigen. Und geöffnet wird das Ganze einfach hier. Ist sehr schön zu entleeren, also das gefällt mir wirklich gut. Und auf der Unterseite haben wir hier noch mal die Klappe, die hier an der Absaugstation ansetzt, damit das Ganze entleert werden kann. Ihr seht, es ist auch leer und das hat auch gut funktioniert. Auf der Vorderseite haben wir den Bumper, an der Seite haben wir Sensoren, um den Abstand zur Wand zu halten, hier sogar auf beiden Seiten und natürlich auch in der Front. Wenn wir uns das Gerät von unten angucken, ganz klassisch die beiden Ladekontakte. Wir haben hier vier Absturzsensoren, dass der Roboter nirgendwo runterfällt. Wir haben die Bürsten, damit der den Schmutz in die Mitte kehrt, auch zwei Stück hier an der Zahl, nicht wie bei anderen Robotern nur einer. Ist
nice to have, braucht man aber jetzt nicht unbedingt. Und natürlich hier auf der Unterseite die Kombibürste, um eben die Sachen aufzusaugen. Funktioniert auch wunderbar, aber auf diesen Punkt komme ich gleich noch im Thema Reinigungsleistung zu sprechen. Ich hatte gerade schon den Prosinic M7 Pro angesprochen. Ihr seht hier, wir haben auf der Rückseite zwei Haken. Für den Prosinic M7 Pro gibt es in der Tat eine passive Wischfunktion. Die ist hier nicht mit dem Lieferumfang enthalten, wird von Nibod auch offiziell zumindest bisher nicht angeboten. Warum? Keine Ahnung, aber nur, dass ihr das weißt, beim Prosinic gibt es noch eine Wischfunktion mit dazu. Staubbeutel habe ich übrigens auch noch nicht offiziell von Nibod gefunden. Bei Prosinic gibt es schon 3 Stück für 10 Euro. Den Link setze ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung rein. Werfen wir jetzt zum Schluss noch mal kurz einen Blick an die Absaugstation. Ganz klassisch, wir haben hier kein Kabelmanagement vorhanden. Das heißt, das Kabel müsst ihr irgendwie zusammenschnüren. Hier auf der Vorderseite ganz klassisch unten die beiden Ladekontakte, die Öffnung, um eben den Schmutz abzusaugen. Und hier auf der Oberseite wird der Staubbeutel eingesetzt. Der ist ein bisschen asymmetrisch angebracht und das könnt ihr einfach hier rausziehen. Bei mir ist jetzt schon Schmutz drin, deswegen lasse ich ihn einfach mal drin. Aber wie ihr seht, wird er einfach von oben eingesetzt und dann befüllt. Ja, wie lange dauert das, bis so ein Beutel voll ist? Das kommt ganz klassisch einfach darauf an, wie groß eure Wohnung ist, wie schmutzig ist die Wohnung. Bei mir ist es halt immer nur eine kleine Fläche von 25 Quadratmetern. Und wie das aussieht, würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal im Thema Navigation. Neben der Reinigungsleistung ist natürlich bei einem Saugroboter wie bei dem Nibod auch die Navigation extrem wichtig. Wie er navigiert, zeige ich immer, indem ich einen Zeitraffer eines Top-Down-Shots von meinem Wohn-S-Bereich mache. Und da sieht man immer sehr anschaulich, wie er navigiert. Und ich würde sagen, da springen wir jetzt mal rein. Ihr habt es gerade im Zeitraffer gesehen, etwa 27 Minuten hat der Nibod hier benötigt. In dieser Zeit ist auch schon die Absaugung mit inkludiert, also er ist eigentlich sogar noch ein bisschen schneller, was ein sehr, sehr guter Wert ist. Die besten liegen so bei um die 20 Minuten. Was hat ihn ein bisschen Zeit gekostet? Dadurch, dass er an die Absaugstation rückwärts ansetzt, muss er zum Laden dann sich einmal wieder um 180 Grad drehen und nochmal nach vorne setzen. Das dauert einfach nochmal ein bisschen Zeit, hat an und für sich eigentlich mit der reinen Reinigungszeit nichts zu tun. Ihr habt es gesehen, es ist sehr, sehr systematisch. Die Zeit ist in Ordnung, also von der Navigation, Logik, die das Gerät hier an den Tag legt, gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Das ist auf absolutem Top-Niveau. Von daher würde ich das hier auch schon kurz zum groben Thema der Navigation abhaken. Ihr habt es gesehen, Hindernisüberwindung zum Beispiel bei mir am Wohnzimmertisch bis zu 2,2 cm kann er überwinden. Das habe ich auch wie immer an meinem kleinen Exempel hier gezeigt, das ist ein sehr guter Wert. Normalerweise schaffen Roboter so um die 2 cm Hindernisüberwindung. Hier macht er mit 2,2 cm einen sehr guten Job. An der Stelle auch der kurze Verweis, werft doch mal einen Blick in unseren Saugroboter-Finder. Da könnt ihr alle möglichen Saugroboter miteinander vergleichen, seht die unterschiedlichen Werte, welche sie erreicht haben. Und da ist der Nibod auf jeden Fall ganz oben dabei. Ansonsten, wie geht er mit Hindernissen im Generellen um? An und für sich sehr gut. Hin und wieder stößt er mal etwas härter irgendwo gegen, aber das machen im Endeffekt viele Roboter so. Klar, zum Beispiel ein neuer T8 Plus von Ecovax, der hat eine hochsensible Sensorik vorne verbaut. Das ist einfach nochmal das nächste Level. Der ist da nochmal ein bisschen feinfühliger, manchmal zu feinfühlig, aber für ein Gerät, was knapp über 400 Euro inklusive Absaugstation liegt, ist das, finde ich, absolut in Ordnung. Ich hatte es vorhin gesagt, auf der
Unterseite sind Absturzsensoren verbaut. Das heißt, er fällt natürlich auch nirgendwo in Abgrund runter. Ja, von daher haben wir hier einfach einen grundsoliden Saugroboter, der in der Navigation absolut überzeugt. Und ja, wie er im Thema Saugleistung abschneidet, das schauen wir uns jetzt an. Thema Saugleistung ist bei einem Saugroboter neben der Navigation, wie ich es immer sage, mit das Wichtigste. Ich habe hier mein kleines Testareal aufgebaut, einmal auf dem Laminat und einmal auf dem Teppich. Verteile ich immer 100 Gramm verschiedenste Sachen, die sich aus Vogelsand, Katzenstreu und so Holzspänen zusammensetzen. Und wie der Nebot Nomo auf dem Laminat abgeschnitten hat, das schauen wir uns jetzt an. Ihr habt es gerade im Zeitraffer gesehen, da ist der Nebot Nomo über meinen Laminat-Testbereich hinweg gesaust. Er hat knapp 2 Minuten benötigt, das ist sehr, sehr schnell und hat hier aufgesaugt 88,49 Gramm. Das ist vom Ergebnis leider kein Top-Ergebnis. Das Problem ist meiner Ansicht nach, dass die Frontbürsten zu schnell rotieren und zu viel von dem Dreck durch die Gegend schleudern und auch die Hauptbürste auf der Unterseite ist recht weich, sodass er hier nicht alles an Schmutz aufsaugen konnte. Die besten Saugroboter schaffen hier nahezu die 100%, 98, 99%, sind hier absolut möglich. Da muss der Nebot sich auf jeden Fall etwas weiter hinten anstellen. Das ist im besten Fall ein durchschnittlicher Wert. Und ja, wie er auf dem Teppich abgeschnitten hat, das schauen wir uns jetzt an. Gleiches Spiel auf dem Teppich. Hier hat er etwa 1 Minute 45 benötigt, war sogar noch schneller als vorhin auf dem Laminat. Auch das ist ihm leider nicht positiv zuteile gekommen. Er hat hier 58,27 Gramm aufgesaugt. Das ist ebenfalls kein sonderlich guter Wert. Auch hier schaffen die Besten teilweise über 70, teilweise bis hin zu 80 Gramm. Liegt zum einen dadurch, dass sie halt oder die anderen Geräte einfach eine höhere Saugleistung haben. Wir haben hier zwar eine angegebene Saugleistung von 2700 Pascal, aber wie wir in vielen Videos schon festgestellt haben, ist die Saugleistung, die angegeben hat, leider nicht immer das, was auch am Ende wirklich ja, in der Praxis hier rausgeholt wird. Und da muss ich den Nebot leider hinten anstellen. Ich hatte es vorhin gesagt, wir haben hier eine sehr starke Ähnlichkeit zu dem Prosinic M7 Pro. Auch was die Saugleistung und die Ergebnisse angeht, deckt sich das Ganze mit dem Prosinic Gerät. Wir haben hier nämlich ähnliche Ergebnisse aufgesaugt. Der Prosinic hat 57,2 Gramm gebraucht im Vergleich hier zu 58. Also es ist quasi dasselbe. Damit auch hier ein weiteres Indiz dafür, dass es sich um die gleichen Geräte handelt. Die Saugzeit war halt einfach sehr kurz. Das muss man ihm, ich sag mal, positiv anrechnen. Wenn er das Ganze zum Beispiel zweimal oder über Kreuz abgefahren wäre, hätte er mit Sicherheit noch mehr aufgesaugt. Das möchte ich einfach noch erwähnen, dass man das im Hinterkopf behält. Nichtsdestotrotz setze ich meine Tests immer so an, dass er einmal drüber fährt und was dann hinten bei rauskommt, zählt. Was bedeutet das insgesamt für die Saugleistung? Wir haben hier einen Extremtest. Dementsprechend würde ich dem Ganzen jetzt nicht so unendlich viel Gewicht zusprechen. Klar, andere Roboter saugen hier stärker und mehr auf. Wenn ihr allerdings ein Gerät mit Absaugstation wollt und einfach nicht so viel Geld ausgeben möchtet, dann kommt ihr am Nebot fast nicht vorbei. Alles andere kostet mindestens 300 Euro mehr. Ansonsten, Eckenreinigung hat der Nebot einen sehr guten Job erledigt. Ich mache immer diesen 90-Grad-Shot und lege Maiskörner in die Ecke. Hier hat er 4 von 5 Maiskörnern aufgesaugt. Das ist wirklich sehr, sehr gut und von daher, Eckenreinigung ist schön, aber will ich euch nichts vormachen. Die Saugleistung auf dem Teppich und auch auf dem Laminat ist halt bei der Fähigkeit, die er hier an den Tag legt, kein Spitzenwert. Ja, so viel zum Thema Saugleistung. Ich würde sagen, wir werfen jetzt nochmal einen Blick in die App.
Schauen wir uns als letzten großen Punkt nochmal die App an. Ich habe es vorhin schon gesagt, als Besonderheit hat der Nibot hier auch eine Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. Das ist eine Besonderheit, das heißt, ihr müsst den Roboter nicht zwangsläufig über die App steuern. Allerdings bietet sie natürlich einige Vorteile, die mit der Fernbedienung so nicht möglich sind. Wir befinden uns jetzt hier auf der Startseite, sehen den Nibot direkt hier zum Auswählen. Hier oben können wir ein neues Gerät hinzufügen und wir sehen jetzt hier die Map. An der Stelle, die App an sich ist recht übersichtlich. Wir haben nicht so viele Funktionen. Wir haben hier einmal die Möglichkeit, das Gerät zum Laden zurückzuschicken. Nachladen starten. Genau, macht er jetzt, aber da das Gerät nicht, Pause beim Nachladen. Da das Gerät nicht am Strom ist, wird er die Ladestation natürlich nicht finden. Die Karte selbst ist recht grob gehalten. Wir sehen zwar hier recht feine Ansätze, das sind die Vorhänge, macht die ganze Sache aber hinterher beim Einzeichnen der verschiedenen Räume wieder etwas komplizierter. Ansonsten haben wir hier halt natürlich die Standardinformationen, hier oben ein paar Informationen zum Saugroboter. Ihr könnt die Sprache einstellen, ihr könnt die Einheit einstellen, ihr könnt die App und den Roboter aktualisieren und habt auch noch ein Mitteilungsfeld. Das sind so die Standardeinstellungsmöglichkeiten. Auf der Unterseite könnt ihr hier einen Zeitplan anlegen, dass ihr einfach anlegen könnt, wann der Roboter wie saugen soll. Dann kommt der fast spannendste Punkt, und zwar nennt sich der intelligente Karten. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, die vorhandene Karte mit verschiedenen, ich sag mal, Zonen einzuteilen. Eine automatische Raumeinteilung gibt es hier nicht. Wir müssen selbstständig diese Zonen einteilen. Was mir hier, wie gesagt, was gut, aber auch irgendwie schlecht und fummelig ist, wir können hier ein Vieleck anlegen. Das heißt, ihr könnt auch für komplexere Räume hier das Ganze einzeichnen und so einen Punkt auch wieder entfernen. Aber es ist halt damit ein bisschen friemelig, ist aber solide umgesetzt. Man kann es hier nutzen. Dasselbe gilt auch dafür, dass man dann hier das Ganze als Verbotszone einstellen kann. Also hier habt ihr die Möglichkeiten, eben eure Präferenzen festzulegen. Hier unten könnt ihr auch verschiedene Räume schon mal vorauswählen und dann hier hinzufügen. Wenn ihr dann auf Speichern klickt, wird das Ganze übernommen und jetzt seht ihr hier, dass der Bereich eben nicht gereinigt werden soll. Wenn ihr jetzt auf Reinigen klickt, könnt ihr auswählen, welcher Bereich hier, den ihr angelegt habt, aus den Zonen reinigen wollt. In dem Sinne quasi eine Raumreinigung. Mehrere Karten speichern kann man allerdings nicht. Das heißt, ihr beschränkt euch immer auf diese Karte. Wenn ihr einen neuen Bereich reinigt, dann ist die Karte überschrieben. Ansonsten habt ihr noch hier die Möglichkeit, den Saugroboter zur Absaugstation zurückzuschicken, dass er halt einmal seinen, Mülleimer leert. Und dann habt ihr hier auch noch die Rahmenbedingungen für den Saugroboter selbst. Die sind recht übersichtlich gehalten. Wir haben drei unterschiedliche Modi. Einmal die 2700 Pascal, 1200 Pascal und 700 Pascal, was natürlich dann dafür sorgt, dass der Saugroboter auch etwas leiser ist. Ihr könnt noch selbstständig bestimmen, wie oft der Saugroboter an die Absaugstation fährt. Ihr könnt noch die Lautstärke einstellen und natürlich auch die Sprache. Das war's im Großen und Ganzen. Mehr Funktionen gibt es nicht. Also was fehlt an der Stelle? Ganz klar, mehrere Etagen zu speichern. So viel zur App. Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Mein abschließendes Fazit zum Nibot Nomo. Ihr habt es ausführlich schon im Video gesehen. Was hat mir besonders gut gefallen? Ich finde es super, dass wir hier eine Fernbedienung mit im Lieferumfang enthalten haben. Das ist auf jeden Fall eine einfache Möglichkeit, um den Roboter mal schnell loszuschicken, wenn er nicht irgendwie schon programmiert wurde oder ihr keine Lust habt, immer das Handy und die App zu öffnen. Ansonsten finde ich super, dass die Absaugstation schon mit im Lieferumfang enthalten ist. Auch finde ich sehr gut, dass wir bereits 7 Staubbeutel mit dabei haben. Das heißt, ihr müsst euch erstmal keine Gedanken machen, da neue nachzukaufen. Ich tippe, dass Ersatzbeutel um die 10 Euro bei 3 Stück kosten werden. Warum weiß ich das? Weil ich es vorhin angesprochen habe. Procinic M7 Pro ist genau das gleiche Gerät. Dort kosten 3 Staubbeutel eben 10 Euro. Ich hatte es ja vorhin gesagt, die Geräte sind untereinander kompatibel. Das heißt, ihr könnt den Staubbehälter da dran packen. Was gefällt mir nicht so gut? Ich habe gesagt, beim M7 Pro ist eine Wasserplatte bzw. eine Wischfunktion in passiver Form mit dabei. Die würde auch beim Nibot passen, ist allerdings hier nicht offiziell von Nibot
angeboten. Wie gesagt, wir haben hier ein Paket für knapp über 400 Euro. Ich denke, der Preis wird sich hier auch dauerhaft einpendeln. Das ist ein sehr rundes Paket, wie ich finde, gerade inklusive der Absaugstation. Aber machen wir uns nichts vor, es gibt Saugroboter, die ohne Absaugstation zwar sind, aber viel, viel bessere Ergebnisse beim Saugen abliefern. Die klettern dann zwar nicht ganz so hoch, aber saugen dafür vor allem stärker. Für wen ist der Saugroboter, würde ich sagen, gedacht? Für die Leute, die unbedingt eine Absaugstation haben möchten und auf eine Fernbedienung angewiesen sind, dann macht das Ganze Sinn. Die Saugleistung selbst war jetzt im Test, wie gesagt, nicht extrem hoch. 88 Gramm auf dem Laminat, 58 Gramm auf dem Teppichboden. Das ist eher am unteren Ende. Ja, der Roboter hat nicht so lange gesaugt wie andere. Das muss man natürlich mit berücksichtigen. Nichtsdestotrotz, ist es so, wie es ist. Wenn ihr auf der Suche nach einem Saugroboter seid, was ihr mit Sicherheit seid, weil ihr das Video guckt, werft doch auch mal einen Blick bei uns auf den Blog. Dort haben wir ein kleines Tool entwickelt. Da sind alle unsere getesteten Saugroboter hinterlegt mit all ihren Funktionen und Möglichkeiten. Und da könnt ihr euch über ein ausgeklügeltes Filtersystem und ein paar Fragen euer passendes Modell raussuchen. Und ich denke, das sollte euch schon weiterhelfen. Wenn ihr neben meiner Expertise auch noch die Expertise von fast 5000 anderen Leuten haben wollt, werft doch mal einen Blick bei uns in die Facebook-Saugroboter-Gruppe. Da sind ganz viele Leute, die auch verschiedenste Saugroboter schon getestet haben und euch da mit Sicherheit gerne weiterhelfen. Ja, dementsprechend würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, macht das unbedingt. Denkt an die kleine Glocke da unten in der Ecke, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Videos mehr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.